Ja, auf jeden Fall ein krasser Classic. Hat sehr viel bewegt in meinem Leben und hat definitiv ungefähr, lass mich lügen, also irgendwas zwischen 500.000 und 1,5 Millionen Leute zum Kiffen gebracht. Safe, dieser Song. Was geht ab, Leute? Hier ist Sammy Deluxe und ich bin heute bei Diffus und werde gezwungen, mir alte Videos von mir selbst anzugucken. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid mit mir. Dynamite Deluxe, grüne Brille. Wir nehmen mal den Leihwagen auf. 2000 war das Jahr. Und wir haben einen Roadtrip nach Amsterdam gemacht. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass diese eine Szene jetzt hier, die da gerade war, da ist so auf dem Fahrradgepäckträger so ein Kilo Gras einfach hinten drauf. Und dass da tatsächlich auch uns Bullen angehalten haben, dass wir so ein bisschen das überstrapaziert haben, dass es hier legal ist. Und die so, was macht ihr da? Wir so, ja, das ist kein echtes Gras, das ist einfach nur irgendein grünes Kraut, was so aussieht. Und die holländischen Cops waren sehr nett zu uns. Das Witzige ist, dass ich original gerade jetzt gestern hier in Berlin gelandet bin und aus Amsterdam kam von einem krassen Smoke-Trip. So, ich war mit Marvin Game und Morten und noch ein paar anderen Leuten, Plusmacher und so, auf so einem Boot mit der Cannabis-Grower- und Smoker-Elite Europas wahrscheinlich und haben uns irgendwie hart abgeschossen auf so einem richtig sophisticated Erwachsenen-Level. Und das ist jetzt witzig, das einfach zu sehen, dieses Anfang 2000er Coffeeshop-Level, weil wer sich richtig mit Kiffen auskennt und nicht nur an der Oberfläche kratzt, weiß eigentlich, dass Amsterdam für so richtige Weed-Connoisseur-Leute gar keine Rolle mehr spielt. Seit langem geht alles um Cali, Barcelona, also diese anderen Orte, wo eben die Sonne scheint. Und das ist einfach eher so diese Zeiten von diesem niveaulosen, sich viel zu stoned kiffen mit so krassen Tabak-Joints. Also, und deshalb auf jeden Fall echt witzig, das jetzt aus der Perspektive zu sehen. Ja, auf jeden Fall ein krasser Classic. Hat sehr viel bewegt in meinem Leben und hat definitiv ungefähr, lass mich lügen, also irgendwas zwischen 500.000 und 1,5 Millionen Leute zum Kiffen gebracht. Safe, dieser Song. Und davon sind mindestens 10% über die Jahrzehnte auf mich zugekommen und haben mir das gesagt, yo, Sammy, hinter der Pausenhalle oder hinter der Tonhalle, ersten Joint geraucht zu grüne Brille, habe ich von so vielen Leuten gehört einfach, dass ich mich auch ein paar Jahre lang schlecht gefühlt habe. Aber mittlerweile finde ich es einfach so Teil meiner Legacy und ich rauche auch immer noch. Beginnerfüchse. Das war, glaube ich, tatsächlich das allererste Video, wo ich überhaupt drin war. Der erste Videodreh, an dem ich teilgenommen habe. Und das habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Ich habe Wölfe bei Vollmond, jaulen Elstern, alles was glänzt, klauen. Sitzen wir als Füchse in unserem Bau drin. Da weiß ich auf jeden Fall noch so, dass ich das erste Mal eben so eine große Kamera vorm Gesicht hatte. Und das ist ja noch größer, denn da ist ja irgendwie immer noch dieser wie so ein Kasten, ich weiß nicht, wie das heißt, wo so eine Scheibe noch oder so drin ist. Und da irgendwie, ich konnte mich auf jeden Fall wie so eine Spiegelreflexion von mir sehen. So beim Performen war so, okay, es sieht schon sehr cool aus, wie ich hier im Baum sitze. Und hat mich auf jeden Fall hart da gefeiert. Und auch genau das Feedback habe ich danach bekommen. Das war eben wirklich so ein mind-blowing Unterschied, weil ich war im Untergrund schon ein paar Jahre bekannt, aber immer nur für Leute, die mich live irgendwo gesehen hatten oder aus Hamburg waren und wussten, wie ich aussah oder so. Und dann war so ein Ding auf einmal in jedem fucking, weißt du, Viva, MTV, egal wo Videos liefen, lief dieses Video und jeder kannte meine Fresse einfach. Dies hier ist unser Deutschland, dies hier ist euer Deutschland, dies ist das Land, wo wir leben, dies ist das neue Land. Dies, wo ich herkomme, dies ist, wo ich herkomme, man, dies, wo ich herkomme, dies ist, wo ich herkomme. Auf jeden Fall mit Abstand mein missverstandenster Song von allen Songs, die ich je gemacht habe. Was ein bisschen schade ist, weil das, was ich eigentlich sagen wollte, ist ein bisschen untergegangen. Ich war in der Zeit super viel in Amerika, wo ja die Mutter von meinem Sohn herkommt, meine Ex-Frau. Und wir haben immer so den Hamburger Winter seit irgendwie 2001 ausgetauscht gegen den Kalifornien-Winter. Und ich war so viel da und habe so aus der Perspektive, viel in Amerika zu sein, einfach mir so ein bisschen gewünscht, dass Deutschland sich nicht nur über seine negative Vergangenheit bewertet, sondern auch so ein bisschen so diese Eier growt, wie die Amis haben, dass die, obwohl die so die schlimmsten menschlichen Sachen gemacht haben, trotzdem voll viele Amis morgens aufstehen und sagen, so, it's great to be an American, so wie es eben auch mehr förderlich ist, wenn du morgens aufstehst und sagst, ich habe Bock auf die Firma, wo ich arbeite oder auf den Job, in dem ich arbeite, um einfach motiviert zu sein. Und das war also die Grundessenz und ich habe es mit einem ziemlichen so Augenzwinkern versucht, so manche Sachen zu nicht rechtfertigen oder relativieren, aber es kam, glaube ich, für manche eher politisch korrekte
Woke, das Wort gab es ja damals noch nicht, Leute so rüber, als wenn ich irgendwie die deutsche Geschichte negieren will. Krass, wenn ich dran denke, 7 Jahre nach der DM, 3 Jahre nach der WM, 1 Monat waren wir kurz stolz, da mussten wir uns wieder schämen, denn es heißt... Und das ist irgendwie alles wahr, was ich sage, und trotzdem ist es sehr auf irgendeine Weise dafür, dass ich mir so ein großes Thema vorgenommen habe, so ein bisschen zu shallow vielleicht, wenn man mich nicht kennt und meinen Humor und meinen zynischen Blickwinkel. Das haben manche Leute einfach nicht verstanden. Das hat zur Konsequenz gehabt, dass ich auf Tour gegangen bin, damals mit einer komplett schwarzen Band. Irgendwie waren alle Jamaicans und Amis und was weiß ich. Und wir wirklich weiße deutsche Kids vor den Venues hatten, Antifa-Kids, die gegen mich demonstrieren, weil ich rechtes Gedankengut angeblich verbreite. So. Schwarz auf weiß in meinem Poesie-Album, Album. Hallo Deutschland. Kennt ihr mich noch? Kennt ihr das noch? Echten Hip-Hop. In dem Land, wo man sogar meine Hip-Hop, wo der Soul keine Rede hat, der Rock nicht rockt. Wo man Funk auf der Funke nicht überspringt und der Regular, der nach Schlagerliedern klingt und der Rap so eine schlechte Reputation hat, wer kann dieses Gefühl von damals wiederbringen? Shoutout auf jeden Fall an alle, die da an diesem Video beteiligt waren. Das waren so viele Künstler. Ich würde jetzt auf jeden Fall eh jemanden vergessen, deshalb sage ich nur alle. Aber Paul's Boutique, die das alles zusammengebracht haben, das ist wirklich, glaube ich, eines meiner Lieblingsvideos aller Zeiten. Nicht nur von mir, sondern das ist wirklich, wenn es um vertrackten Rap mit vielen Wortspielen und so kleinen Sprachgags geht, gibt es, glaube ich, keine bessere Verbildlichung von irgendeinem Song. Also ich habe noch nie irgendein Video gesehen, was so gut quasi ein Lyric-Video ist, aber kein Lyric-Video ist, sondern irgendwie so ein komplettes Gesamtkunstwerk. So Schiller, so Goethe, so bitter, so böse, noch immer der größte Poet, der ihr lebt. Wenn ihr jetzt noch mehr wollt, fütter ich euch deutschen Dichter, Reime, bis ihr alle brecht wie Berthold. Das ist für mich echter Erfolg, wenn der Text noch mehr rollt. Und ich schein wie der Morgenstern, aber dass ihr alle aus den Reimen und den Worten lernt, meine Damen und Herren. Am liebsten mache ich eben nur solche Projekte, wo auch wirkliche Kunst entsteht, weil ich kann mir selber nichts, im Nachhinein gucke ich ja eh meine Videos nicht, es sei denn, ich werde 12 Jahre später nochmal gezwungen von irgendeinem merkwürdigen Format. So, aber sonst gucke ich die ja nicht an, aber was ich mir angucken kann, ist eben Kunst, die entsteht. Ne? Viele von den einzelnen Bildern, die da gemalt wurden, hängen eben noch in einem großen Frame in der Kunstwerkstatt, im Flur bei mir und so. Es gibt einfach viele von diesen Sachen, die in meinen Videos zu sehen sind, als echte physische Objekte. Was auch interessant ist an dem Song, ist, dass der Text original an einem Abend so komplett so rausgeflutscht ist und das Video aber 3-4 Monate gedauert hat. Und dann ist es auf jeden Fall ein All-Time-Classic geworden, der auf jeden Fall sogar in so diesen komischen Casting-Shows in Deutschland, weißt du, bei The Voice und so, haben Leute den Song irgendwie als Coverversion gespielt. Yeah. Hörst du das? C'est moi, Deluxe, yeah, ich sag, ich bin die Number One, das One-Take-Wonder, offiziell anerkannter Bundeskanzler der Republik, kein anderer kann das, besser wenn ihr die Kamera ranfahrt, seht ihr diesen Mann mal an, da bau dieselben aneinander, während ich hier auf Wandercover im Mantel lang war. Noch fast 1 Million Aufrufe für einfach nur so ein, weißt du, Spitter-Moment in meinem Studio, das ist geil. Da, bei den Dingern merke ich immer so auch, das ist so die ultimative Rap-Form für mich. Also ich habe diese One-Take-Wonder gemacht seit eben, glaube ich, dem Jahr, seit 2011. Und das war noch lange, bevor es irgendwie Fire in the Booth oder irgendwelche, weißt du, Art von Formaten gab, wo eben dieses Live-Rappen zelebriert wird. Weil mir das immer so wichtig war, so, weil klar können mich die einzelnen Leute, die zum Konzert kommen, immer in dem Moment live sehen. So, aber ich mag einfach wirklich dieses Beweisen, dass ich gut rappen kann. So, und das fand ich mit diesen One-Take-Wonders eben, gerade weil es eben oft so 100 Zeiler und solche langen Dinger waren, so, das ist schon krass, wenn man sieht, so, das ist kein einziger Schnitt drin, so, das habe ich eben wirklich performt. Und das war für mich immer eine viel krassere Challenge, als wenn ich irgendwie mich hinstelle und in irgendeinem Set lip-synke meinen letzten Song oder so. Das ist God's Gift. Oh. Scheint, als hätte Desu Primus MPC und ich hätte Nachstift. Und der Name ist Lil. Hey yo, Crown Jewels, treuer DLX, doch kein blaues Blut. Schaut zu, trojanische Tricks, ihr sagt wow, Dude. Plötzlich bin ich da, Ritterschlag für den Wickeder. Auf jeden Fall auch extrem krasse Resonanz gehabt und super viel positives Feedback von allen möglichen Leuten, bis hin zu Leuten, die mich immer gehatet haben und irgendwelchen Rappern, die noch nie irgendwas Gutes über mich gesagt haben. Also echt interessant, was der Song bei vielen Leuten ausgelöst hat. Und das Video war krass, weil wir nach New York geflogen sind und einfach nur den krassesten Kameramann am Start hatten und einen richtig guten Regisseur und Desu und mich und irgendwie ein fähiges Team drumherum und gar keinen Plan hatten, was wir machen am ersten Tag noch, als wir unser Meeting hatten. So, okay, wir haben keine feste Location, keinen genauen Plan. Und 2 Tage später ging es dann los und wir haben irgendwie einfach 3 Tage lang 20 krasse Locations abgefilmt und alles hat geklappt. Nirgendwo eine Drehgenehmigung gehabt, nirgendwo Stress gehabt, aber auch deshalb alles cool. Krasses Video, Shoutout an
Elias und dann Victor, DJ Desu, alle, die da mitgemacht haben. Das Schlimmste war für mich so in der ganz allerersten Szene, wie die Strophe anfängt, so ein kurzer Shot, wo ich auf der Straße so lang gehe. Und das war so, während da Autos gefahren sind. Und das ist so wack, einfach durch New York zu gehen und deutschen Rap zu rappen und so, weißt du, so swaggy Dudes gucken dich so aus dem Auto an und sind so, was zur Hölle macht der alte Mann da? Weißt du, so in welcher Sprache rappt der? Warum rappt der überhaupt? Und ja, ich glaube, das war's hier. Wir haben auf jeden Fall ein paar Dinger durchgemacht. Hat mich gefreut, ein bisschen History mit euch hier durchgehen zu können, von den Dirty 90s bis in die Clean 2023er und Hochkultur-Ära. Also vielen Dank dafür und bis bald, Party People.